Münster steht auf diesem Schild geschrieben. Aber ihr merkt es, so ganz nach Münster sieht es nicht aus. Auch das UE und nur 1544 Leute leben hier. Das liegt daran, dass ich in Münster, Texas bin. Und das ist richtig Texas hier. Ich möchte aber herausfinden, wie viel Münster, Texas ist. Ich bin gespannt. Gefunden habe ich auf jeden Fall schon mal den Prinzipalmarkt, würde ich sagen. Auch wenn es ein bisschen aussieht wie Tecklenburg und ich glaube, es ist angemalt. Es sieht doch schon ein bisschen aus wie Münster. Und das muss dann wohl Stuhlmacher sein. Ich schaue mal nach, ob ich da einen Potz oder einen Pinkus kriege. Das kriege ich zwar nicht, aber von Biggie gibt es einige Informationen. So zum Beispiel soll ich als erstes in die City Hall zu City Manager Stan Andrews gehen. Dieser sei ein Urmünsteraner und könne mir einiges über die 1889 gegründete Stadt erzählen. Die kleine Stadt ist typisch Texas. Stahl-, Metall- und Ölindustrie haben die Geschichte geprägt. Inzwischen ist in der Kleinstadt nicht mehr viel los. Was ich aber unbedingt wissen will, was hat es mit dem aufgemalten Prinzipalmarkt auf sich? A lot of the businesses that are here have tried to put up a German decor on their outside of their buildings, just to try to carry on a little bit of the German heritage. We do have a what we call a German Fest. It's a festival that we have here the last weekend of April every year. I think that it's been going on since 1976. So I think. Abseits davon verbindet Münster mit Münster nicht mehr so viel. Stan erinnert sich aber noch an ein großes Event. It was in 1989, because we were celebrating our centennial, and I do remember that the mayor of Munster, Germany, did come over here at that time. But as far as any other real connection, other than people like you that are here from Germany on vacation that pass through occasionally, no, there's no real other contact at all. There are other people coming here from Münster to see Münster? Occasionally. I mean, I'm not saying it's a regular thing, but they do come. Okay. You know, maybe once or twice a year we'll get somebody that's passing through here. Dann soll ich euch unbedingt Fischers zeigen, wurde mir gesagt. Das ist ein super bekannter Markt hier. Den hat man mir in Dallas schon empfohlen. Die haben frisches Fleisch, Würstchen natürlich und Käse. Und sieht ein bisschen bayerisch aus. Und Neuschwanstein ist draußen dran. Aber das könnte zur Münster auch gehen. Hier bin ich aber fündig geworden. Mitten in Texas gibt es Pinkus Hefeweizen. Wenn das nicht Münster in Münster ist, davon nehme ich mir auf jeden Fall eine mit. Münster Käse gibt es hier auch. Das weiche Milchgemisch ist jedoch keine typische Texas-Erfindung. Amerikaner essen diesen überall sehr gerne. Er hat aber mit Münster eigentlich gar nichts zu tun und würde sich in Europa auch wohl nur schwer verkaufen lassen. Dass nicht alle Häuser aussehen, als würde man gerade im Skiurlaub sein, merkt man bei einer Stadtrundfahrt. Nichtsdestotrotz ist man auf diesen Neubau des örtlichen Zahnarztes aber besonders stolz. Man stellt sich hier Deutschland halt so vor. Aber wir haben auch alle so unser Bild von den Amerikanern, von daher kann man das wohl verstehen. Wenn der eine oder andere von euch auf den Geschmack gekommen ist, es gibt hier das Center Restaurant, das ist geschlossen seit ein paar Monaten. Wie wär's mit ein bisschen Töpfchen? Vielleicht habt ihr Bock, das hier zu verkaufen. Eure Chance. Ich hinterlasse hier noch einen Abschiedsgruß. Bis bald.